Ja, herzlich willkommen zu diesem 10. Video aus meiner Reihe zu Quizlet, zu einem Höhepunkt aus meiner Sicht, nämlich zu Quizlet.live. Das ist ein Modus, eine Art und Weise mit Quizlet zu spielen, von dem sehr viele Schülerinnen und Schüler weltweit begeistert sind mittlerweile. Was ist Quizlet Live? Das ist ein interaktives Gruppenspiel. Mindestens 6 Teilnehmer müssen da mitmachen. Das Lernset, das du da hast, muss mindestens 12 Begriffe enthalten. Ich habe hier mein Quiz genommen, Europa Hauptstädte. Ich habe hier 48 Quizze. Man könnte hier auch nur bestimmte auswählen daraus. Du weißt es, man kann hier runter scrollen und sich anschauen. Glaube ich, die Begriffspaare Slowenien, Ljubljana möchte man genauer anschauen. Setze hier dann zum Beispiel dann noch mal ein Sternchen. Mittlerweile habe ich hier 10 mit Sternchen. Könnte hier dann noch weiter runtergehen und könnte zum Beispiel sagen, Großbritannien, London zum Beispiel könnte ich hier noch nehmen. Und Belgien, Brüssel. Dann Niederlande, Amsterdam. Wenn ich jetzt hinaufgehe, siehst du schon, ich habe 13 Begriffe, dann würde das schon gut gehen. Ich möchte es aber dann etwas schwieriger machen, klicke auf alle und gehe dann zu live. Gehe dann hier herein. Ich habe dann hier auf der linken Seite die Möglichkeit, dass ich mir dann anzeigen lasse, nämlich eine geführte Tour steht hier, sprich eine Kurzeinführung von einem der Entwickler von Quizlet. Zahlt sich in jedem Fall aus, jetzt aber momentan nicht. Und ich klicke hier auf Spiel erstellen. Und ich werde schon hingewiesen, wie ich es vorhin schon gesagt habe, man braucht mindestens 6 Schüler. Ähnlich wie bei Kahoot, kennst du vielleicht auch, ich habe da schon auch Videos dazu gedreht, werden sie aufgefordert, das blende ich jetzt hier über den Beamer ein, diesen Bereich hier, dass sie zu Quizlet.live gehen und dort ihren Beitrittscode eingeben. Also hier 292891. Ich habe hier dann, damit es für mich ein einfaches Video, habe ich hier 6 Browserfenster aufgemacht. Werde jetzt mal der Reihe nach eingeben. Ich fange mal hier dann an. Das wäre dann hier 292 891. Klick auf Spiel beitreten. Muss einen Namen eingeben. Ich gebe jetzt mal ein Spieler 01. Klick auf Weiter. Und du siehst dann hier auf dem Lehrerbildschirm, sieht man Spieler 01. Wenn ich jetzt hier draufklicken würde, könnte ich dann diesen Schüler dann wieder hinauswerfen. Also wenn mir der Name nicht passt, den er eingegeben hat zum Beispiel, könnte ich das dann machen. Ich werde das jetzt hier bei den anderen 6 Browserfenstern ebenfalls machen. So, ich habe jetzt dafür gesorgt, dass in all diesen 6 Browserfenstern jeder sich eingeloggt hat. Und jedes dieser Browserfenster steht für einen eigenen Browser, für ein eigenes Tablet, für jeden Schüler, der hier mitspielen möchte. Also dieser Schüler zum Beispiel hier ein Smartphone, dieser hat ein Tablet, dieser hat einen PC und so weiter. Und diese 6 haben sich dann eingeloggt. Und das ist dann hier zum Teil, alle haben dieselbe Frage. Nur einer von euch hat die richtige Antwort. Was das heißt, werden wir jetzt gleich sehen. Ich klicke jetzt hier auf Spiel mit 6 Schülern erstellen und wähle hier jetzt aus Teams zufällig zuweisen. Ich habe hier dann 2 Teams automatisch ja, zugeordnet bekommen. Das Team der Pfauen und das Team der Straße. Man sieht dann hier auch, dass hier die Straße sind. Hier sind die Straße, hier sind die Straße und hier sind die Pfauen. Die Pfauen müssen zusammenarbeiten. Jeder von den Pfauen bekommt die gleiche Frage eingeblendet, nur jeder bekommt andere Antworten angezeigt. Und das ist dann der Witz der Sache, dass nämlich dann auch bei den Straßen das der Fall ist. Jeder bekommt von diesen dann dieselbe Frage eingezeigt, nur andere Antworten. Schauen wir uns das mal in der Praxis an. Ich könnte hier nochmal hergehen, übrigens, dass ich die Teams durchmische. Ja, dann entstehen sogar dann neue Namen für diese Teams. Ah, das ist praktisch, das lasse ich jetzt so. Ich habe nämlich hier jetzt hier oben dann alle Delfine. Und herunten habe ich dann lauter Füchse. Und die Delfine bestehen aus den Spielern 01, 02, 03, 04, 05, 06. Ich klicke auf Spiel beginnen. Du siehst hier dann die Übersicht, die Füchse und die Delfine. Keiner hat von ihnen bis jetzt einen Punkt gewonnen und sie müssen aber 12 Punkte hintereinander schaffen. Fangen wir oben an bei den Delfinen. Hier siehst du, dass auch gelb unterlegt. Die Frage ist dann Stockholm. Wozu passt Stockholm? Passt einmal hier nicht. Passt hier schon, Schweden. Wenn jetzt hier jemand Belgien drücken würde, dann wäre es nicht so gut. Ich klicke mal hier auf Schweden. Klicke auf Schweden und die Delfine haben dann hier einen Punkt dazu bekommen. Das Ganze verläuft natürlich dann alles gleichzeitig. Hier unten wäre dann zum Beispiel Deutschland. Ja. Hier geht dann eine verloren praktische Runde. Belgrad, wo passt Belgrad dazu? Belgrad passt hier zum Beispiel zu Serbien dazu. Das heißt, die Füchse haben jetzt schon 2 Punkte. Schauen wir mal herauf zu den Delfinen. Die würden dann gleichzeitig schauen. Berlin wäre dann Deutschland.
hätten dann, in dem Fall dann, wenn das stimmt, gleichgezogen. Und das stimmt. In der Hast könnte es bei den Delfinen passieren, dass jetzt Sofia, sie sind sich nicht ganz sicher, und jemand würde dann denken, Sofia ist die Hauptstadt von Belgien. Pass jetzt auf, was dann hier dann passiert, was die Delfine betrifft. Sie haben bis jetzt noch 2 Punkte. Wenn sie aber hier eine falsche Antwort treffen, verlieren sie all ihre Punkte. Das wird dann hier auch schon eingezeigt. Die richtige Antwort lautet, zu Bulgarien gehört Sofia. Und die falsche Antwort war eben dann diese hier. Und sie müssen dann im Prinzip dann wieder frisch dann anfangen, müssen dann in dem Fall hier bei Riga dann überlegen, wo passt es dazu. Passt es zum Beispiel zu Lettland? Klickt dann drauf und Lettland hat gepasst und sie holen dementsprechend dann wieder auf. Und das gleiche könnte natürlich dann auch hier unten passieren, wenn sie überlegen, okay, das passt dann hier zu Dänemark zum Beispiel, ja, oder Stockholm würde dann hier dann zum Beispiel zu Schweden passen. Und du siehst, dass hier die Antworten dann immer weniger werden, die dann entsprechend dann noch in dem Fall dann noch übrig sind. Also hier zum Beispiel Bulgarien. Ja. Und spannend ist das Ganze dann, wenn die Schüler zum Beispiel nicht nebeneinander sitzen und darauf warten müssen und hoffen müssen, dass ein anderer das dann richtig macht. Wenn nämlich der andere nicht unmittelbar nebeneinander sitzt und man dem nicht sagen kann, du pass auf, bitte Brüssel, das ist nicht Zypern, sondern Brüssel ist Belgien, machen wir das einmal hier. Kommen wir schon auf 6 Punkte. Dann wird das Ganze natürlich umso schwieriger. Und die Schülerinnen und Schüler kennen sehr rasch, dass man schneller und besser ist in der Gruppe, wenn man sich zusammensetzt, die Handys, Tablets nebeneinander legt und dann gemeinsam versucht, zu einer Lösung zu kommen und sich dann abzusprechen. Man kann dann als Lehrer dazu übergehen und sagen, okay, gehen wir mal auseinander. Ihr dürft jetzt momentan nicht zusammenarbeiten. Für viele ist es dann gar nicht leicht verständlich. Das geht doch ganz schwer. Und die Schülerinnen und Schüler brauchen dementsprechend dann auch umso länger, weil dann auch dementsprechend die schwächeren Schülerinnen und Schüler dann noch mehr ins Gewicht fallen. Und nicht dann jemand daneben sagt, tja, da klickst das und das und das und so weiter. Jetzt habe ich mich ein bisschen schon durchgeklickt. Und wir haben dann die Gruppe der Füchse schon sehr weit vorangebracht. Und mit Zypern und Nikosia. Und schauen uns dann an, wie so ein Sieg ausschauen könnte. Machen da oben vielleicht nochmal eine falsche Antwort. Zu Luxemburg gehört nicht Belgien. Ja, gehe hier unten dann auf Kiew als Hauptstadt der Ukraine, nämlich der Ukraine. Und da wird dann ausgerufen, okay, die Gruppe der Füchse hat gewonnen, nämlich die Spieler 04, 05, 06. Im Unterricht kann man dann die Schüler aufstehen lassen und sagen, ihr habt gewonnen, toll. Und gehen wir zum nächsten Spiel vielleicht. Vorher schauen wir uns noch die Auswertung an. Dass am Anfang verwechselt wurde, zum Beispiel Belgien mit Brüssel. Das hat dann gepasst. Luxemburg, das hat auch gepasst. Dann Bulgarien Sofia wurde gelernt. Dann, was gelernt werden sollte, ist, dass Belgien und Brüssel zusammengehört. Ja, und so weiter und so fort. Man könnte jetzt dann das Spiel beenden, dann kommt man zurück. Oder man spielt das selbe Spiel noch einmal. Oder man wählt sich ein neues Lernset aus, also ein anderes Quiz. Wenn ich auf nochmal gehe, könnte ich jetzt hier zum Beispiel wirklich sagen, okay, wir mischen die Teams noch einmal. Jetzt haben wir dann hier die Giraffen zum Beispiel. Die Schüler müssen sich dann anders zusammensetzen. Es werden dann andere wichtig und andere müssen in anderer Zusammensetzung müssen sie dann zum Erfolg kommen. Und sie sehen, das kann ich versprechen, es macht extrem viel Spaß und die Schülerinnen und Schüler sehen, dass es wirklich auf jeden ankommt, dass jeder sich gut auskennt und dass jeder vor allem versucht jetzt dabei, nicht nur flott seiner Sache zu kommen, also Geschwindigkeit ist nicht das Wesentliche, sondern hier vor allem Genauigkeit ist hier das Um und Auf, dass man hier eben dann schafft zu gewinnen. Gut, das waren meine 10 Videos zu Quizlet und ich sage auf Wiedersehen nach diesem Highlight Quizlet.live und wünsche allen viel Spaß mit Quizlet und vor allem natürlich mit Quizlet.live.